So, und hier sind wir wieder zurück bei Destiny 2. Wir machen immer noch das Päuschen wie üblich. Und jetzt geht es aber weiter. Denn wir müssen das dieses Ding hier in die Luft sprengen. Es ist Zeit bereit, meine Freunde. Es ist Zeit, Sachen zu sprengen. Sind da Leute, Mann? Friss das! Der heilige Scheiße. Ja gut, sieht gefährlich aus. Sehr gefährlich. Oh, oh, auch sehr heiß ist es geworden gerade. Und eliminiert. Wir müssen wohl hier durch. Dann mach mir das auch. Wow. Geiler Scheiß, Mann. Und hier sind wir. Das ist mal ein Freudestantal, wenn wir es überhaupt überlebt haben. Woo! Und die Ausrüstung mal checken. Wir haben eine neue Ausrüstung. Oh, wir haben eine richtig geile Ausrüstung wieder bekommen. Wir gleich mal ausrüsten. Wir kommen mit mehr Power. Mehr Power. Schöne Schüchen. Schönes Käppchen. Schönes Schrotflänchen. Was haben wir denn sonst noch? Ja, schöne Sachen, das verschrotten wir mal. Wir müssen Platz halten ein bisschen. Impulsgewehr, Impulsgewehr. Was haben wir hier? Ein Scout-Gewehr. Okay, genug gesehen und gestaunt. Wir haben jetzt ein Ziel, wir müssen Sachen in die Luft sprengen. Au. Na gut, da hinten reden ein paar Leute. Ich habe nur Bahnhof verstanden. Abfänger. Die wollen wohl, dass wir hier alles in die Luft jagen. Nett. Haben wir das Kabal-Auto auch noch. Boah, warum haben die überall so Explosionsfässer gelagert? Nicht gerade schlau, aber mein Problem ist es ja nicht. Wir können ja immer wieder neue bestellen, wie es aussieht. In Fahrzeugsequenzen. Boah, laggy. Einfach. Wow. Ja. Es sieht echt krass aus in dem Spiel alles. Oh shit, Mann. So viel geile Scheiße. Austausche. Zerstöre sie, damit die Waffe überhitzt. Ja, das können wir machen.
Die Blenden blockieren unsere Schüsse. Warte, bis sie sich öffnen. Ups, das Fahrzeug ist doch gefährlicher, als ich gedacht habe. Ach so, jetzt schießt das Teil wieder ein bisschen. Genau so! Okay. Wenn du das sagst, Geist. Sorry, ich mache jetzt hier ein bisschen Bums. Nummer 2. Der letzte sollte den Kern kühlen. Wir holen uns einen neuen. Wo? Wer hat gerade mir geschossen? War das hier? Okay, wo müssen wir hinfahren jetzt? Geh durch? Ja, ich glaube schon. Wow. Okay, wo geht's hier auf? Ach so, hier. Ja, hallo. Super Kühlsystem. Die Temperatur steigt, aber das reicht nicht. Wir müssen den Kern selbst erwischen. Na gut, wie machen wir das? Wir müssen hier durch, tut mir leid. Oh, mein Auto passt hier nicht durch, glaube ich. Eine Fusionszelle. Damit können wir das Elektronenreservoir überlasten. Okay, kommen wir nicht mehr weiter. Das Auto blockiert hier. Oh, danke. Eis. Eis. Heiß! Heiß! Ja! Und los! Ich komme mit dem Schiff. Lauf! Ja! Geist, hol mich ab! Schnell! Wir haben 50 Sekunden zu fliehen. Zavala, die Waffe ist zerstört. Starte den Angriff! Abholung! Wo ist scheiß heiß hier? Wir sind hier fertig. Ab nach Hause. Gute Arbeit, Colonel.
Wie viele waren das? 7 in Folge? Wer braucht das Licht, wenn man einen gefiederten Freund an seiner Seite hat? Richtig? Hab ich recht oder hab ich recht? Ich hab recht. Okay. Ja, das ist der Treffpunkt, an dem ich den Teleporter aufstelle. Zavala und Ikora sollten jetzt an ihren Plätzen sein. Zavala, wir sind in Position. Wir auch. Ikora, bereit, wenn du es bist. Copy. Geht in Deckung. Warum legt ihr Hüter euch alle naselang flach? Wo ist Kate? Wenn er sich an den Plan hält, ist er genau dort, wo er sein soll. Jetzt müssen wir nur noch dich und Ikora hoch zu ihm schaffen. Das ändert die ganze Sache. Überlass das mir. Du geh weiter. Ikora, Kate ist oben. Ich bin unterwegs. Viel Glück. Hüter. Geile Cutscene, Leute. Das ist über geil. Sehr geil. Sehr geil. Und da war ein Speeder oder ein Sparrow. Oh, wir müssen wieder leise sein. Wohl. Der Feind greift die Stadt an. Und die Allmacht ist verloren. Verloren? Erkläre dich. Verwüstet! Von dem gleichen Hüter, der irgendwie seine Macht zurückbekam und unsere Armeen in diesem verdammten ganzen System demütigt. Du würdest das wissen, aber du verschwendest deine Zeit an eine Maschine und eine Kreatur, die behauptet, mit ihr zu sprechen. Pass auf deinen Ton auf, Konsul. Mein Ton? Ah! Unsere Mission, diese Macht für unser Volk zu sichern, wird scheitern. Zum ersten Mal in der glorreichen Geschichte der Rotlegion. Ah! Wegen dir und deinen lächerlichen Sorgen. Sieh dir deinen Reisenden an, Dominus. Der Käfig ist fertig. Die Zeit ist reif. Nimm, was rechtmäßig dir gehört. Nimm seine Macht! Sag, Sprecher, was will der Reisende noch? Gaul, ich spreche für den Reisenden. Ich habe nie behauptet, er spricht mit mir. Diese Fixierung ist vorbei. Du wurdest bereits auserwählt. Nicht von einer Maschine. Von mir. Und zwar an dem Tag, als ich dich fand.
Vergiss nicht, wer du bist. Was du bist. Du bist Kabal. Kabale warten nicht. Du nimmst das Licht. Tu, was du geschworen hast und gib mir die Rache, die du versprochen hast. Sieh mich an, Schüler. Sieh mich an! Ich werde tun, was ich geschworen habe, alter Freund. Ich bin Gaul. Und das Licht ist mein. Das ist ein bisschen eskaliert jetzt. Ich meine, es sind Leute gestorben jetzt hier in der Cutscene. Das war ein bisschen hardcore. Nein, das war. Also, es gehört so, das ist gut. Es war cool, es war eine coole Cutscene wieder. Und jetzt wissen wir, wer der Meister von Gaul ist, dem Imperator. Und der ist jetzt tot, glaube ich. Der Reisende, was passiert mit ihm? Zavala, wir sind zurück und dann... So, da gibt es einen Notfallteleporter. Sehr wichtig, der Notfallteleporter da. Er hat uns das Leben gerettet. Naja. Bist du noch da? Ja. Uns geht es gut, aber der Reisende. Deshalb sind wir hier, um diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Ikora und ich nähern uns dem Treffpunkt. Kate ist schon da. Wir nutzen den Wechsteleporter, um zum Reisenden zu gelangen. Wenn wir es soweit schaffen. Wir geben Deckung. Willkommen zurück, Hüter. Freut mich, dass du dabei sein kannst. Ja, ich bin auch gerne hier. Die Rotregion hat diese Energiebarrieren aufgestellt, um uns in die Falle zu locken. Ich kann mich ins Netz einschleusen und es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Gib mir eine Sekunde. Jetzt sind wir in der letzten Stadt der Erde, oder was davon übrig ist. Wir haben euch den Weg freigemacht. Los! Komm! Oh, wow! Scheiße. Ich sehe mich ein bisschen in den Tade in der Zeitung. Hier gibt's was Neues. Nehmen wir nicht. Und spawnen. Und los geht's wieder. Oha. Ach ja, hier. Wir sind durch. Verstanden. Wir sind gleich beim Treffpunkt. Kate, ist der Teleporter aktiv? Au, jetzt nochmal. Ja, fast. Ich wusste es. Lass nie einen Kate einen Hawthorne-Job machen. Das habe ich gehört, Poncho. Der Poncho. Ich finde die Musik in dem Spiel übelst geil gemacht. Meiner Meinung nach ist das super. Es gibt mir ein gutes Feeling beim Spielen dazu. Und es ist sehr wichtig, mein Freund, ist sehr wichtig. Ich
Naja, wohin geht es jetzt denn? Doch ein paar zu viele gewesen. Ein Läckchen. Naja, versuchen wir es eben nochmal. Deine Position kiert. Wie lautet dein Status? Verdammte Hacke! Nächstes Mal kannst du ja im Verdammte Hacke die Flashtag reparieren. Kopf unten halten, Kate. Wir sind fast da. Sehr schön, dass wir hier ein bisschen einen Squad haben. Mit uns kämpft. Sind wir nicht ganz alleine gegen die Kabale. Oh, scheiße. Dämliches Licht, Mann. Aber Kate kämpft immer noch mit dem Teleporter. Ich kann ballern oder reparieren, aber nicht beides gleichzeitig, weil die mir gerade den Arm abgeschossen haben. Kate, wir brauchen diesen Teleporter. Wir können die Position nicht mehr lange halten. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen deine Hilfe, Hüter. Der Reisende. Tauben los. Weg gefunden haben, das Licht des Reisenden anzuzapfen. Das ist die einzige Erklärung. Hüter, wir müssen ihn aufhalten. Wenn er das Licht an sich reißt, dann ist alles verloren. Ja, es hört sich schlecht an dann. Aber hier ist jetzt ziemlich weit tief runter. Aber ich glaube, es ist wieder Zeit für ein Päuschen. Und erst nächstes Mal geht es wieder weiter mit der nächsten Episode, meine Freunde. Und deshalb... Oh, scheiße. Es sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus, wir werden angegriffen. Sorry, ich bin schon rausgegangen aus dem Spiel eigentlich. Du blöder Sack, Mann. Okay, es ist Zeit für ein Päuschen hier und das mal deshalb verabschieden. Ach, verdammte Scheiße. Ihr kennt den... Ich weiß nicht... Zuerst denken, dann sprechen, Tolto. Der Denken! Es ist schon spät, sorry Leute. Also danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal! Ich spiele trotzdem noch weiter. Mein Hirn hört so auf zu denken, aber scheiß drauf. Bis zum nächsten Mal!